TV. Herzlich willkommen zu Joe Pady TV. Ich bin Johannes Queller und jetzt wollen wir mal die Widerspannsbänder beleuchten, weil viele Leute gefragt haben, hey, ich habe schon ganz oft irgendwie in deinen Videos die Dinger gesehen, du hast damit irgendwie Mobility gemacht oder in CrossFit-Boxen werden die ganz viel verwendet für Klimmzüge und so weiter. Und bevor sich die Leute jetzt irgendwie wehtun oder losrennen und irgendwie sich ein ganzes Arsenal davon kaufen, wollte ich einfach mal kurz ein bisschen was vorstellen. Und zwar haben wir ja unterschiedliche Dicken hiervon und in den CrossFit-Boxen werden die ja vielfach für Klimmzüge verwendet. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, der extrem dick ist und quasi nicht mal im Ansatz einen Klimmzug hinbekommt, ja? Und dann hier mit so einem fetten Band arbeitet und noch ein fettes Band braucht, um sich überhaupt noch ansatzweise hochzuziehen, dann... Also hier, ich kann jetzt hier dran schaukeln, ja? Ich habe 90 Kilo, ihr wisst das, ja? Und wenn jetzt jemand 90 Kilo Unterstützung braucht, um einen Klimmzug zu machen, ich glaube nicht, dass der dann einen Klimmzug machen muss. Ja? Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall schauen, dass wir uns nicht einfach nur irgendwie die Bänder machen, damit wir Klimmzüge hinbekommen, sondern das sind im Endeffekt sind das Widerstandsbänder. Die wurden quasi erfunden, um zum Beispiel progressiven Widerstand à la Westside zu machen, um quasi so Speedwork zu machen, weil man eben entsprechend zum Beispiel das Band beim Kreuzheben um die Stange legt und unten im Boden verankert und dann unten den wenigsten Widerstand hat und beim Hochheben, wo sich die Hebel verbessern und man stärker wird, immer mehr Gewicht hebt. Ja? Dafür sind die eigentlich da. Das heißt, diese fetten Bänder würde ich für Klimmzüge absolut nicht verwenden wollen, ja? Sondern höchstens für Kraftarbeit. Es gibt quasi Abstufungen. Dieses orange Band ist quasi das dickste, dann das blaue ist das zweitdickste und das drittdickste quasi ist dieses grüne hier. Wenn jemand überhaupt noch keine Klimmzüge kann, dann würde ich maximal empfehlen, dass er diese Dicke verwendet. Wenn er mehr als diese Dicke verwendet, würde ich gar nicht erst anfangen mit Klimmzügen. Dann würde ich vielleicht erstmal Ring Rows machen. Ne? Ansonsten, wie mache ich diese Klimmzüge? Am idealsten wäre es quasi, dass man sich mit dem Fuß reingeht. Ne? Das heißt, den Fuß reinlegt, weil ich jetzt auch mittig greifen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier oben mittig greifen und kann entweder mit meinem zweiten Fuß hier mit reingehen und kann mich wirklich gerade hier hochziehen. Ja, das heißt, aus der Position kann ich mich jetzt hier gerade hochziehen. Oder ich kann das andere Bein hier drüber nehmen und trotzdem gerade bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus Bequemlichkeit das Gummiband nur, wie gerade eben auch bei den anderen Bändern, nur über den Oberschenkel lege, beziehungsweise ins Knie rein, ist es immer so, dass ich so ein bisschen zur Seite gezogen werde. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochkomme, bin ich immer so ein bisschen werde ich immer zur Seite gezogen. Aber das möchte ich eigentlich unterbinden. Und deswegen, wenn es möglich ist, würde ich immer versuchen, den Fuß da reinzulegen. Und dann entweder den zweiten Fuß mit reinnehmen und dann hochziehen. Wichtig hierbei ist, dass wenn ihr den Fuß drin habt, dass ihr entsprechend nicht den Fuß so locker lasst und vor allem kein Kipping. Kein Kipping. Wenn ihr mit den Gummibändern hier anfangt zu kippen, dann fallt ihr raus. Und das heißt, auch wenn ihr mit dem Bein hier drin seid, nicht dann irgendwie hier zusammen rollen und curlen und ziehen und dann irgendwie mit dem Bein rausrutschen. Deswegen müsst ihr das Knie unbedingt unten lassen. Hier das Knie unten lassen, sodass das Knie, also dass das Gummiband höchstens hier ans Sprunggelenk kommen kann, beziehungsweise an den Spann, aber nicht weiter hochrutschen kann. Ja, das heißt, hier ist dann das Höchste. Ja. Noch irgendwas dazu? Also wie gesagt, das grüne Band hier, die drittdickste Stärke, würde ich im Höchstfall für die Klimmzüge verwenden. Oder eben diese. Das wäre dann quasi das viertstärkste. Das kann man auch sehr gut verwenden. Was ihr beim Kipping mit den Klimmzügen wirklich sein lassen solltet, ist einfach, dass ihr, wenn ihr in diesen Kipp kommt, mal rausrutscht und dann jemand quasi diese Unterstützung des Gummibandes braucht, um sich überhaupt festzuhalten, dann knallt er auf den Boden. Wenn er dann auch noch eine Box verwendet hat, um raufzusteigen, knallt er sich voll den Rücken kaputt. Das heißt,
Es ist ein absolut hohes Verletzungspotenzial, wenn ihr mit Gummibändern Kipping Pull-Ups macht. Das heißt, ihr solltet die Gummibänder bzw. diese Widerstandsbänder wirklich dafür verwenden, um Kraft bei den Klimmzügen aufzubauen. Beziehungsweise um euch dahin zu arbeiten, dass ihr Klimmzüge machen könnt. Ja, dann gibt es die Dinger natürlich in immer kleineren Abständen. Das heißt, nach diesen vier stärksten gibt es noch ein fünft- und sechststärkstes Band. Beziehungsweise leichteste, zweitleichteste, das wäre die dritte Stufe, vierte Stufe, fünfte, sechste. Und ja, gut. Das heißt, die zwei Bänder würde ich eigentlich so für Leute verwenden, die sagen, ey, ich möchte unbedingt einen Klimmzug lernen. Was soll ich für ein Gummiband mir holen? Dann würde ich so diese dritte und vierte Stärke ungefähr nehmen. Die unterschiedlichen Stärken sind immer angegeben in verschiedenen Kilo-Bereichen, wie viel Kilo ein Band quasi unterstützt. Und zwar von wenig Unterstützung, wenn es fast leer ist, und viel Unterstützung, wenn es maximal gespannt ist. Ihr müsst natürlich auch aufpassen, wenn ihr Schuhe tragt und ihr mit den Füßen hier reingeht, dass ihr euch nicht das Gummiband aufreißt. Ja? Dann, da das ja meistens so eine Latexbänder sind, seid ihr auch gut daran beraten, wenn ihr die bekommt, einmal so mit Kalk einschmiert. Einfach mit Kalk einmal so rüberrutscht, damit die nicht so verkleben und nicht so einreißen. Ansonsten habt ihr auch bei den Mobility-Dingern schon ganz viel gesehen, dass man damit extrem viel Mobility machen kann. Zum Beispiel könnt ihr euch den Latt schön dehnen, indem ihr mit der Hand unten durchgeht, hier reingreift. Dann mache ich es immer so, dass ich mit dem Zeigefinger und Mittelfinger hier rumgehe, damit ich einfach meine Hand entspannen kann. Dann drehe ich die nach oben, um hier eine External Rotation reinzubekommen, um den Latt mehr aufzudehnen. Dann gehe ich nach hinten, bis ich hier Spannung habe, und dann laufe ich mit dem anderen Bein nochmal einen großen Schritt nach hinten und lehne mich dann mit dem Arm hier am Oberschenkel auf und ziehe jetzt quasi meine Schulter in die Richtung weg. Dann schaue ich unter meiner Achsel hinterher und habe quasi hier eine Dehnung vom Latt, die ich bis unten bis zur Hüfte merke. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, mit der man mit den Widerstandsbändern arbeiten kann. Mehr zu Mobility kommt in einem anderen Video. Da zeigen wir nochmal mit einer Reihe nach und nach, welche Bereiche man wie mit den Bändern bearbeiten kann. Und ja, das ist so die drei Hauptanwendungsbereiche dafür. Als erstes wurde er natürlich auch dafür entwickelt, um Krafttraining zu progressieren. Ja, also zum Beispiel, man kann ja nicht nur verwenden, um einen Klimmzug leichter zu machen, ja, sondern man kann sich auch eine Kettlebell unten quasi festbinden und dann quasi sich das Ding um den Nacken legen und, weil das Ding am Boden ist, sich nach oben rausziehen. Das kann ich jetzt schon mal gezeigt. Auf jeden Fall kann man eben damit auch arbeiten, progressive Belastungssteigerung während des Lifts. Genau, und dann eben für Klimmzüge zur Unterstützung, um sie zu lernen. Ich kann nochmal ein Tutorial machen, was für eine gute Rep-Range wäre und wie man quasi zu seinem ersten Klimmzug kommt. Und dann kann man natürlich damit Mobility machen. Ja, ansonsten gibt es natürlich wieder 1000 verschiedene Hersteller von den Dingern, und wir haben auch hier eine Hülle an verschiedenen Dingern. Ich habe da gar keine Favoriten, welche Bänder jetzt gut sind. Müsst ihr selber für euch herausfinden. Es gibt tatsächlich Unterschiede, deswegen sage ich das nochmal. Das grüne Band hier ist von der Dicke her, von der gleichen Stärke her, aber das Material ist ein bisschen anders, sodass man die Dinger hier, wenn ich mich hier ranhänge, im gleichen Zugverhältnis gibt das hier wesentlich mehr nach und das hier wesentlich mehr Unterstützung. Das heißt, hiermit hat man wesentlich mehr Unterstützung, viel mehr Zug. Das heißt, das ist viel härter und stärker als das hier. Ja, das heißt, da müsst ihr halt gucken, welchen Hersteller ihr nehmt. Da gibt es irgendwie zigtausend verschiedene, und auch von den Farben her ist es auch unterschiedlich. Der eine Hersteller macht es eben blau und der nächste macht es lila. Und der eine ist es ein bisschen stärker und der andere ist ein bisschen leichter. In der gleichen Dicke. Das heißt, da müsst ihr einfach gucken und vielleicht auch ein paar Sachen ausprobieren. Ja. Alright, das waren die Widerstandsbänder. Wo ihr zum Beispiel so eine Widerstandsbänder findet, packen wir unten in die Beschreibung rein. Und ansonsten, checkt einfach die Dinger aus, probiert sie aus, schreibt mir euer Feedback, was euch gut getan hat, wie es funktioniert hat und vielleicht auch, was ihr vielleicht noch sehen wollt mit den Bändern. Und dann abonniert den Kanal und checkt die anderen Videos. Bis dann.